Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Minecraft. So, also das hätten wir jetzt fertig. Ich habe hier ein bisschen das ganze Äußere hier angeglichen. Ich sehe gerade, das ist hier vielleicht noch ein bisschen scharfe Kante. Die können wir hier auch noch mal ein bisschen entschärfen. So, vielleicht so. Ja, man kann hier auch mal noch ein bisschen Ecken und Kanten reinschlagen. So, vielleicht. Okay, also wie gesagt, ich bin einigermaßen zufrieden. Ich nehme diese Folge jetzt hier nach der anderen auf. Ich habe, wie gesagt, hier jetzt nur ein bisschen was weggeschlagen. Habe mal den ganzen Kram wieder weggebracht. Habe jetzt hier noch ein bisschen Resterde, die ich gar nicht mehr in mein Inventar kriegte. So, und ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel Lust, hier direkt mit dem nächsten Bauprojekt anzufangen. Also entweder ich erkunde jetzt nochmal was, beziehungsweise suche nach einer Mesa oder vielleicht einem Dschungel, weil das sind definitiv Biome, die mir noch fehlen würden, um da, wie gesagt, einmal Dschungelbaumsetzlinge zu besorgen und vielleicht Katzen oder irgendetwas in der Art. Oder Ton, meine Güte, Tonerde. Was hätte ich gerne? Tonerde, bunten Ton. Oder Lehm? Ach verdammt, ich verwechsel das ständig. Gehen wir erstmal schlafen. Allerdings brauche ich für so eine etwas größere Unternehmung schon wieder jede Menge Krams, ne? Also, oh wow, meine Diamantaxt. Ach Mann. Sie geht dahin. Sie geht leider dahin. Das ist eine super coole Geräuschkulisse. Das muss ich mal sagen. Okay, ich mache vielleicht lieber erst nochmal so eine Höhlentour, oder? Wir haben doch hier irgendwo so Höhlen gehabt. Und da vorne ist eine Höhle direkt vor der Mühle. Und genau, hier ist auch noch eine Höhle gewesen, wo ich nur mal ganz kurz am Anfang reingeguckt habe. Da könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir die zumachen können. Ob wir da soweit alle Schätze rausgeholt haben. Ich habe jetzt zwar nicht gerade Not an Mann, was die Eisennachschübe hier betrifft, aber naja, zumachen würde ich die Löcher halt tatsächlich doch ganz gerne. So, die Erde kommt nochmal weg. Einen Stack werde ich mir mal mitnehmen. So, die Workbench mit ist sicherlich auch keine schlechte Idee. Ich brauche nochmal ein bisschen Eisen, um mir nochmal sowas wie Spitzhacke und so zu basteln. Ich habe leider nur zwei Stöcke, also brauche ich dann auch noch Holz. Von welchem Holz haben wir denn noch genug? Fichte. Oh, hiervon haben wir noch jede Menge. Nehmen wir Birkenholz, mit dem baue ich auch nicht so gerne. Okay, ich werde... Na, erstmal die Hälfte hier in... Genau. In Bretter verwandeln und davon nochmal die Hälfte. Dann in Sticks. Sehr schön. Können wir einerseits Fackeln draus machen und andererseits dann eben auch Grundbaustoff für Schwerter und so weiter. Ein Schwert momentan reicht, eine Schaufel reicht momentan auch, aber diese eine Spitzhacke, die wird ganz sicherlich nicht reichen. So, ich nehme aber die Workbench mit. Essen sollten wir genug haben. Ja, die Fichtenholzstufen können weg. Hier unten war Fichtenholz drin, ja, richtig. So. Ein Bogen wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Ich hantiere sowieso so selten damit. Ich nehme einfach mal auch einen Bogen mit. In der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. So. Okay, das hier werde ich zwar in Bälde so oder so hier im Inventar rumliegen haben, aber jetzt muss es ja noch nicht sein. Schere brauche ich allerdings nicht. Ich habe schließlich keine Behutsamkeitsschere. Ich muss unbedingt mal anfangen, Bücher halt zu verzaubern. Aber da kommt dann wieder zum Tragen, dass ich letztens erst gestorben bin und jetzt gar nicht mal so viele Erfahrungsstufen zur Verfügung habe, um damit Bücher zu verzaubern. Okay, welche nehmen wir denn? Rechts oder links? An der Mühle oder hier? Vielleicht lieber erstmal hier, weil das mit ein bisschen Glück doch nur ein relativ kleines, schnuckeliges Löchlein ist. Ich mach mal hier das weg. Das ist ja eh nur so ein doofer Grat hier. Oh. Ja, hier wollt ihr mal nichts rausreißen eigentlich. So. Du solltest gar nicht hier verschwinden. So, okay. Ein bisschen hatten wir hier vorne schon ausgeleuchtet. Hier haben wir erstmal schon mal Kohle in der Wand. Ja, und was dann als nächstes? Ich habe ja schon davon gesprochen, einen Marktplatz wollen wir auch irgendwann machen, aber für den Marktplatz fehlen definitiv noch ein paar andere Sachen. Wir haben jetzt die Mühle gemacht und wir haben den Bäcker gemacht. Beides hatten wir als sinnvoll erachtet.
Was wäre noch sinnvoll? Ein Kontorhaus wäre vielleicht auch noch interessant, um das ganze Zeug dann auch irgendwie zu lagern. Also spätestens, oh, Eisen. Spätestens sowas wie, ja, die Säcke. Oh, noch mehr Eisen. Ist die Ende? Ende im, nee, doch nicht. Doch nicht Ende im Gelände. Moment. Doch Ende im Gelände. Oh, hier aber auch nochmal Eisen. Ja gut, aber schön, dann kann ich diesen Tunnel hier zumachen. Es sei denn, jetzt ist hier hinter nochmal was. Hallo? Nee, ist nicht. Noch mehr Eisen ist hier, mehr aber nicht. Okay. Das dürfte auch tief genug unter der Erde sein. Ich lasse es einfach ausgeleuchtet. Da kam ja schon mal die Frage. Oh, Roger, warum nimmst du immer die Fackeln weg? Na, eigentlich, weil ich sparen will. Aber andererseits habt ihr natürlich recht. Ich habe in den Höhlen weniger Gemurre und Gemaule und Gejauchze und Gegeifere, wenn ich sie einfach ausgeleuchtet lasse. So. Naja. Wenn wir irgendwann keine Kohle mehr haben sollten, weil ich alles überall voller Fackeln stehen habe, unnützer Fackeln eigentlich, dann werden wir eben auf Holzkohle zurückgreifen und Baumstämme verbrennen. So, aber solange hier noch Kohle ist, brauchen wir uns ja gar keine Gedanken zu machen. Okay, Fackel. Schön, dass wir jetzt hier so viel Eisen haben. Also, so viel Diamant fände ich jetzt beinahe noch besser, aber wer findet das nicht? Okay, also hier ist... Ah, nein, 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 da habe ich ja einen vergessen. Da habe ich ja einen vergessen. Nein, ich habe noch mehr vergessen. Ich habe übrigens an den Bärtigen die Igneous Editions habe ich jetzt wieder rausgenommen. Die musste ich ja rausnehmen, damit der Drehwerk mir die Tage helfen konnte im Stream. Ich lasse sie jetzt deswegen auch erst einmal draußen. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann ich damit etwas bauen werde und deswegen sind sie jetzt einfach gerade unnötig und... Okay. Kohle. Wobei, das ist ja hier alles noch so Eingangsbereich, ne? Also hier komme ich so oder so dran vorbei, wenn ich mit der Höhlenerkundung fertig bin oder wenn ich nach oben muss, weil ich keine Materialien oder keinen Platz mehr oder beides nicht mehr habe. Insofern kann ich das jetzt, glaube ich, erstmal noch hier so stehen lassen. Gucken wir erstmal hier runter. Leuchten das überall da schön aus, insbesondere wo ich Rohstoffe sehe. Aha. Das sind schon die ersten Nachbarn. Die ersten Bergleute hier unten in der Mine. Okay. Was haben wir? Oh, da geht's. Oh, da ist eine Fackel. Oh, da ist eine Fackel. Na, dann gehe ich zuerst da runter, weil ich mal gucken will, wie ich schon mal über einen anderen Tunnel hierher gelangt bin. Ja, da unten bin ich noch nicht gewesen. Oh, ist aber ein schöner gerader Gang. Aber irgendwo da bin ich schon mal hergekommen. Aber wo? Aber wo? Oh Gott, hier geht's überall noch rein. Eieiei. Und da oben kommt der Lichtschein her. Ist ja irre. Was ist denn das hier? Oh, das ist so eine richtige Schlucht. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ja. Das dürfte... Hä? Moment. Das sieht so aus, als hätte ich da zugemacht. Ist das nicht hier von meiner Flusserkundung gewesen? War das hier meine Flusserkundung? Oh. Tja, also hier ist auf jeden Fall auch erstmal Ende. Es ginge da natürlich auch noch weiter nach oben, aber naja. Okay, ja gut. Warum habe ich da unten zugemacht? Ich höre Wasser und ich höre Endermänner. Ach du Schande. Oh! Hä? Das sieht aber... Bin ich hier mit dem Drehwerk gewesen? Da mal ein Lämpchen hinpacken. Bin ich hier unten vielleicht mit dem Drehwerk gewesen?
Schade, dass ich keine Map habe. Jetzt in diesem Moment ärgere ich mich gerade ein bisschen darüber, dass ich hier keinen Map-Mod habe. Und deswegen nicht sehe, wo genau wir hier sind. Ob wir in der Nähe von den Spawnern sind vielleicht sogar. Könnte durchaus sein. Allerdings, das macht mir hier so den Eindruck, als wäre das von meiner Flusserkundung gewesen. Naja gut, okay. Ich gehe erstmal hier unten weiter. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Da sehe ich schon mal Eisen in der Wand. Dann gehen wir vielleicht erstmal hier entlang. Das ist doch bestimmt ein ganz kurzer Gang. Oh Mann. Das ist doch ein ganz kurzer Gang. Ja, das ist tatsächlich ein ganz kurzer Gang. Na wunderbar. Gut, den kann ich also auch zumachen. Erstmal nochmal die Kohle herausholen, bevor wir den hier jetzt komplett zumachen. Ein bisschen mehr Licht hätte hier auch ganz gut. Ja, wie gesagt, ein Kontor wäre noch ganz gut. Oder so ein, ja, halt so ein Lagerhaus vielleicht einfach. Wenn ihr da Ideen zu habt, zum Beispiel von der Bauart her oder so, dann dürft ihr das natürlich auch ganz gerne schreiben und in die Kommentare packen. Ich glaube, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gebaut. Also so ein Lager, so ein einfaches Lager unter meinem Haus, ja, natürlich. Zuhauf. Aber so ein Kontorgebäude oder so? Noch nie. Never ever. Achso, ja, genau. Hier war ja Ende. So, da bin ich hergekommen. Hier kann ich jetzt also komplett zumachen. Wundervoll, wundervoll. Ich habe nicht so viel Cobblestone jetzt hier, aber okay. Das muss ja jetzt auch nicht bis oben hin, denke ich mal, zu sein. Hier wird sicherlich nichts. So. So reicht es. Jetzt ist doch viel mehr geworden, als ich das eigentlich vollstopfen wollte. Na egal. Gut, und weiter geht's dann vielleicht mal jetzt in diese Richtung. Ach, im Ernst? Ach doch, da ist wohl noch was. Ach Mann, ich dachte schon, das wäre hier eine super kleine Sackgasse. Ich bin immer so hin und her gerissen zwischen, ach, leck mich doch am Arsch, du blöde Höhle, sei so groß, wie du willst, ich werde dich nicht erkunden. Und, aber die Rohstoffe und die Schätze und so weiter. Ich habe ja mal eine Adventure-Map gespielt. Da startete man auf einer Insel und derjenige hatte unter der... Oh, hat er jetzt einer auf mich geschossen? Oh, Tatsache! Oh mein Gott! Irgendwo da hinten ist er... Oh, einer! Verdammte Hacke! Hey, hey, hey! Oh Mann, der hat eine Rüstung auch sogar an. Und wenn sie auch noch so schmodderig und oll ist. So. Da bin ich ja auch schon gewesen. Aber da unten nicht. Also, da sieht man mal wieder, wie die Sachen hier teilweise alle mit... Oh, wow, oh, wow, oh, wow! Wenn ich mal wüsste, warum hier noch so viele Rohstoffe drin sind. Aha, naja, gut. Aber es gibt auf jeden Fall andere Zugänge hierher, ja? Ach, Mensch. Wie geht ihr denn vor, wenn ihr hier eine Höhle erkundet bei Minecraft? Geht ihr sie bis zum bitteren Ende durch? Oder so wie ich, so etappenweise, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich komme später wieder. Und stoßt dann irgendwann auf diese gleiche Höhle von einem ganz anderen Eingang aus und seid völlig perplex. Wie ist denn das nochmal gewesen? Und was sind denn hier alles noch für tolle Sachen drin? Und ach, Mann! Es gibt Leute, die würden anfangen, jetzt hier einen Wegplan zu zeichnen. Finde ich... das sieht doch hier nach einem Durchbruch aus, oder? Na? Doch nicht? Nein? Okay, dann nicht. Die würden dann anfangen, sich hier einen Wegplan zu zeichnen. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich ehrlich bin. Oh, okay. Ist grün zu grün in tiefen, tiefen Höhlen. Oh, das ist ein Rundlauf. Oh, das kommt mir aber sehr gelegen. Das kommt mir sehr gelegen. Haben wir denn hier irgendwas drin? Ah, verdammte Hacke. Ah! Also nein, nein, nein. Du sollst mich doch nicht untöten. Fuck.
Fuck, ey, jetzt musst du sterben. Oh Gott, hoffentlich habe ich genug zu essen. Ich muss essen. Ich muss essen. Bitte überlebe. Bitte nicht wieder verdorren oder irgendetwas. Ja, das Herzchen hält sich. Nein, nein, es geht doch runter. Oh nein. Wie lange hält das noch? 12 Sekunden. Scheiße, das geht nicht gut. Nein, ich werde sterben. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Bitte nicht im letzten Moment noch sterben. Oh. Fuck, Hexe. Die ist hinter mir plötzlich gespawnt, ja? Oder ist die von hier unten gekommen? Ach, die ist von da unten gekommen. Drecksvieh. Ja, ich warte noch lieber ein bisschen. La, 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 la. Ich bin gar nicht da. La, 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 la. Aber neugierig bin ich schon, ne? Schwupps, da war's weg. Ah, da haben wir auch ausgeleuchtet schon. Aha, was ist das? Hallo? Meine Güte, geht noch weiter. Und da ist das Ende. Ach, wunderbar. Es sind alles hier so Rundgänge. Perfekt. Das ist ja schön. Dann nehme ich mal hier jetzt auch noch hier das ganze Eisen mit. Eisen ist etwas, was man echt nicht stehen lassen sollte. Eisen ist definitiv auch ein endlicher Rohstoff. Wie die meisten Edelsteine, ne? Die kann man einfach nicht selber bauen. Wenn man einen Dörfler hat, der einem Eisen tauschen würde, dann wäre das ja was anderes. Verdammt, ich weiß, es ist blöd, jetzt hier eigentlich hochzugehen, aber... Ach doch, hier bin ich ja schon gewesen. So, sehr schön. Hexe. Rundlauf. Bin ich also überall schon gewesen. Dann dürfte es jetzt, glaube ich, nur noch einen schwarzen Gang geben, oder? Mal gucken. Oder gibt es doch zwei schwarze Gänge? Da unten ist nicht dunkel. Da war... Wartet. Da habe ich, glaube ich, was rausgeholt. So, und hier bin ich irgendwann schon einmal gewesen. Ich weiß nicht wann. Ich werde hier mal so hochgehen. Vielleicht kommt mir ja... Oh, oh. Wer ist das? Ach, das ist ein ganz normaler Zombie. Okay. Zombies sind okay. Ich führe dich im Kreise. Meine Güte. Oh Mann, warum bin ich denn jetzt hier so schreckhaft? Hallo? Da ist Eisen drin. Sehr schön. Genau. Deswegen ist es wichtig gewesen, hier entlang zu gehen. Und auch das dürfte hier wieder so ein Rundlauf sein, ja? Oh, da oben ist Duschtar. Da oben ist Duschtar. So, aber Eisen ist meins. Ging es hier auch noch rauf? Oh, ne, ich gehe ja kaputt. Das kann's doch nicht sein. Warum ist das hier alles so durchzogen? Also ich werde mir irgendwann mal, wenn ich die meisten der Höhlen soweit zumindest mal gesehen habe, dass ich, wenn ich hier irgendwo reingehe, ständig auf Fackeln treffe, ja? Dann werde ich mir einen Map-Mod installieren, um... ich verirre mich gerade. Oh je, ich verirre mich gerade. Das ist aber nicht so toll. Oh, scheiße. Da ist noch Duschter. Ich muss nur trotzdem kurz gucken, wo ich hergekommen bin. Ich glaube, ich bin hierher gekommen, oder? Oh nein. Doch, hier habe ich gerade zugemacht. Okay. Huhu. Ich sollte Schilder aufstellen demnächst. Ich glaube, bei einer meiner allerersten Höhlenerkundungen habe ich das sogar mal gemacht, Schilder aufgestellt. Okay. Gehen wir jetzt einmal hier rauf. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Triff doch mal den Stein. So, und dann gucken wir mal hier, wo es noch so schön dunkel ist. Eisen. Eine etwas größere Höhle. Und da geht es auf jeden Fall noch weiter. So, hier ist aber ansonsten nichts mehr. Ja, gut. Oben. Oben geht es auch noch weiter. Habe ich eigentlich meinen Satz vorhin zu Ende gesprochen? Oh, Mann! Ach Mann, ihr seid doch doof, ihr blöden Skelette. Insbesondere ihr doofen Skelette. Jetzt habe ich gleich noch die Fledermaus hier abgemurkst. Habe ich den Satz zu Ende gesprochen, dass ich irgendwann mal den Map-Mod installieren werde, nur um mir den Spaß zu machen und zu gucken, wie unterhöhlt hier mein... Ich habe schon noch ein bisschen Hunger. Ich sollte ein bisschen aufpassen einfach.
So, wo ist mein Fleisch? Ne, ich nehme erstmal ganz normales Fleisch. Bevor ich hier auf Zombie-Fleisch zurückgreife. So, ihr müsstet doch hier mal längst um die Ecke gekommen sein, damit ich euch um die Ecke bringen kann. Kommt. Kommt. Sonst fange ich jetzt hier einfach mal an, drum zu schießen. Kommt. Eins und zwei müssten eigentlich reichen. Genau, das ist ja schließlich ein verzauberter Bogen. Ein magischer, verzauberter, toller Bogen. Wo ist er hin? Hallo? Ach, da bist du. Guck mal, ich hab dich gesehen. Keine Chance für Mr. Skeletto. Wie weit geht's denn hier wohl noch auf? Wow. Noch weiter und dann noch zwei Gänge. Ja, ach. Und auf welcher Ebene sind wir? Ebene 53. Ach, das ist ja schon wieder relativ weit oben. Das ist ja schon wieder relativ weit oben. So, dann machen wir mal erstmal Fackeln. Tadam. Welchen Gang nehmen wir zuerst? Den, der irgendwie kleiner aussieht, ha? Das ist die Frage, ist er wirklich kleiner? Oh, der schraubt sich wieder runter. Wir hätten erst den anderen nehmen sollen. Ah, oh, Sackgasse! Sackgasse ist gut. Eine Sackgasse ist immer gut. Da ich jetzt gerade wieder ein bisschen was verbraucht habe an Kohle, nehme ich das hier mal lieber wieder mit. Ich sehe es schon kommen. Ich werde hier wieder wahrscheinlich sterben. Und ich werde hier vor allen Dingen in dieser Folge nicht mehr rauskommen aus der Höhle. Eigentlich bräuchte ich jemanden, der immer neben mir sitzt und der, wenn ich auf die Idee komme, sowas wie eine Nether-Erkundung oder eine Höhlenerkundung zu machen, der mich dann zurückhält. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe und ohne zu sterben daraus gekommen bin. Ach, da war ja auch noch was. Habe ich das von oben gesehen oder ist das jetzt nur ein glücklicher Umstand gewesen? Wahrscheinlich letzteres, ha? Okay. Eisenkohle habe ich. Dann nehmen wir jetzt noch die andere Seite. Großartig. Ich habe vergessen, dass ich genau da die Fackel dran gebaut habe. Oh, und außerdem ist auch diese Spitzhacke hier gleich schon wieder kaputt. Kling, kling, klang, klang, klong, klong. So. Und neue Fackeln in die Hand. Oh, das könnte auch eine Sackgasse sein. Also wenn das jetzt hier... Doch, das ist eine Sackgasse. Sehr schön. Ich habe schon gedacht, da geht es schon wieder weiter. Sonst generiert man sich immer so Maps und ärgert sich darüber, dass es Land ohne Höhlen ist. Allerdings, ganz ehrlich, überlegt mal, wie oft ich jetzt schon in Höhlen gewesen bin. Aber eine Mine habe ich immer noch nicht gefunden. Keine einzige Mine. Und ich glaube auch, als ich mit dem Drehwerk hier in den Höhlen gewesen bin, dass es da keine einzige Mine gegeben hat. Nee, ich meine, er hätte mir nichts gesagt davon, dass er eine gefunden hätte. Nö. Absolut minenlos hier das Ganze. Absolut unberührt gewesen, bevor ich mir ein paar Zombie-Dörfler hier hergeholt habe. Und bevor ich den Fuß auf dieses Land gesetzt habe. So, gut, aber ich kam von unten, ne? Ich kam von unten. Wir haben beides absolut ausgeschöpft. Theoretisch könnte ich das wieder zumachen. Die Frage ist, bringt es was? Eigentlich bringt das Zumachen ja auch nur etwas, wenn man das hier alles komplett schon gesehen hat und dann wirklich nie wieder betreten wollen würde, oder? Hm. Noch ein bisschen Eisen. Okay, aber eigentlich kann ich mich ja jetzt quasi hier schon abbauenderweise bei euch verabschieden, denn diese Folge komme ich hier nicht mehr raus. Na toll, ja, ist ja großartig. Und da haben wir wieder irgendwie jemanden, ja? Toll, super. Muss ich auch mal eine Fackel reinstellen, sonst steht hier gleich einer in meinem Rücken. So, ja, in Ordnung. Ich sehe auf die Entfernung jetzt keinen, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder, wahrscheinlich dann immer noch in der Höhle. Und naja, sollte es interessant werden, dann sicherlich auch noch ein paar weitere Folgen. Macht's gut, ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag.